So, schönen guten Morgen. Geht ja schon gleich ganz gut los hier. Die 13.381 wurde gehalten. Wir haben so eine Aufbruchstimmung. Das ist so ein bisschen das, was ich heute Morgen auch sagte. Zwischen 8 und 9 Uhr die Handelsspanne. Ich hink jetzt hier ordentlich hinterher, muss ich zugeben. Aber hier Signalkerze. Ja, gut, dieses Konzept können wir fast vergessen. 4,79, 96. Wir hatten eine ziemlich enge vorbörsliche Handelsspanne. Kurz anpassen, macht keinen großen Unterschied. So. Jo. Um was geht's hier? Es geht hier drum, um das Big Picture im Stundenchart im Germany 30. Ich mache einen neuen Chart auf. Denn da sieht man im Stundenchart sehr gut. Wir halten zum einen die 13.381-Punkte-Marke, die aus dem Monatskerzenchart eine wichtige ist, denn wir haben im Monatschart ein prozyklisches 1, 2, 3 Trendfortsetzungsmuster, dessen Fibo-Level per Monatsschluss überschritten ein Signal setzen könnte in Richtung nächst höherem Fibo-Level. Und im Stundenchart nun die Situation, dass wir beides halten, nachdem wir es überschritten haben. Hier linke Seite, irgendwie 8. 9. Januar überschritten, Test 1, Test 2, Test 3. Und jetzt nun die mögliche Auflösung nach oben. Die Wall Street im Allzeithoch als der Gaul, der zieht den DAX nach oben, und so ist die Situation. Also Support Levels 381, 391, nach unten 20-Stunden-Linie, Fibo-Level. Kein Signal für eine Trendbewegung aufwärts. Die starke Aufwärtsbewegung ist da jetzt erstmal Konsolidierung angesagt. Wie sieht es aus im SPX? Wir haben im SPX hier am 10. Januar einen Boden gebildet, sind jetzt hier möglicherweise vor einem Test der 581er Marke 3302. Hier kann man nun darauf achten, im 1-Minuten-Chart, vielleicht auch in einer kleineren Zeitebene, ergibt sich hier ein prozyklisches 1, 2, 3. Ist heute ein ungewöhnlicher Tag, weil die Signalkerze gefühlte 10 Kilometer lang ist und wir da jetzt erstmal per Minutenschlusskurs drüber kommen müssen. Wir sehen auch schön, dass es jetzt die Möglichkeit gibt für den Trendaufbau im SPX. Denn wir haben ja die volle Bewegung aus dem 1, 2, 3 gemacht, haben zurückgesetzt. Ja, und uns bei der 1,618er hier eine Basis gebildet, machen jetzt höhere Hochs. 3,302 dennoch hier oben zu beachten. Lasse ich drin. Stundenchart. Kann man die ganze Geschichte auch erweitern. Hier auch im Stundenchart die Möglichkeit, im SPX ein prozyklisches 1, 2, 3 einzuzeichnen. In Grün 330851, mögliches Ziel daraus. Chart stelle ich ins Chartforum. Habt ihr ein Konto? Habt ihr Zugriff? Neuralgischer Punkt für den SPX. Minutenschlusskurs unter 4,6168 würde ein 1, 2, 3 Top aktivieren. Der Umkehrschluss bedeutet und gilt auch, wenn wir diese Zone jetzt hier testen und die gekauft wird, ja, kann es einen bullischen Druckaufbau in Richtung Trendfortsetzung nach oben geben. Im SPX droht kein Doch, im SPX könnte es ein 1, 2, 3 geben.
neuralgischer Punkt hier 3309. Ja, und damit schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt, nicht den Relaxing Livestream zum, da gibt es so ein Livestream, wo man sich so ein Feuer anschauen kann, so ein Kaminfeuer, dazu gibt es dann beruhigende Musik. Da seid ihr hier falsch, ihr seid hier im CFD Trading und damit herzlich willkommen hier zum Börsenbuffet und guten Morgen an alle. Wir haben ein 1, 2, 3, das hier gebastelt wird im Germany 30. Und bestätigt, SPX macht es nicht mit. Gut möglich, dass der Germany 30 jetzt unter die vorbörsliche Spanne geht, dort einen Boden ausbildet. Vorbörsliche Spanne ist sehr, sehr eng. Also gut möglich, dass sowas kommt. Einfach um was Stabiles zu haben, auf dem man aufbauen kann. Philipp Kurz, schönen guten Morgen. R1 Monthly, R1 Pivotpunkt im Monatskerzenchart. Im SPX bei 3301. Dankeschön für den Hinweis. Also wir sind am monatlichen Pivotpunkt oder am R1. Aufpassen, neuralgischer Punkt wird im SPX gerade getestet und gekauft. Möglicher bullischer Druckaufbau. Bruder Ignatius schreibt, moin moin, hatte den Relaxing Livestream von Trump gestern. Ja, es war auch ein bisschen wie so ein Kaminfeuer, liebe Anleger, wir lieben uns alle. Es wird keinen Streit mehr geben. Schwarzer Prinz, schönen guten Morgen. Amberlix, Harald Raschke, schönen guten Morgen. Nubi, bloß listen to the student. Tommy Albi, Martin Oskay, Ernst, Mario, Michael, Peter, Marco, Thomas, Detlef, Anna, Anna, Marco Köth, schönen guten Morgen. Marco Köth habe ich jetzt zweimal gesagt. Mike Kempe, Thomas L., Namkun Walker, neuer Name hier an Bord. Guten Morgen, Connor. Herzlich willkommen. Petra, schönen guten Morgen. Ich glaube, die Aufzeichnung von Montag habe ich vergessen reinzustellen. Shame on me. Mike Campbell, schönen guten Morgen. Ernst Aigner, Ambalix, schön, dass ihr da seid. Stefan, guten Morgen. Stefan M. und Stefan J. Weiden, guten Morgen. Peter S., grüß dich. Mike Campbell, Schwarzer Prinz, hi. Stefan M., Kaminfeuer, wo einer eine Dose Benzin reingeschmissen hat. Ah, das ist doch nicht entspannend. Aber lustig. Von Danelli Investor, schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Peter schreibt, Jochen, das Kaminfeuer kannst du ja nach Sendeschluss einstellen. Ich kann es hier, wenn es hier zu hektisch wird, einfach so pausen, dann ist hier einfach nur so ein Feuer zu sehen, das so flackert. Einfach so für 30 Sekunden runterkommen. Dann geht es hier weiter. Also, wir haben jetzt ein 1, 2, 3, sieht man ja, und wir haben das 61,8er Ziel erreicht. Der SPX hat es bisher sein 3309 gehalten, hält es jetzt aber nicht mehr. Also aufpassen, wir haben jetzt auf beiden Seiten 1, 2, 3 Tops. Thomas Pachner, Gazprom, kann ich dazu was sagen? Jawohl. Gilbert Weiser hat Petra sich schon gewünscht. Beides werde ich noch
mir anschauen im Verlauf der Sendung, möchte jetzt aber am Markt bleiben, weil das natürlich hier das zum einen ist, was die meisten interessiert, zum anderen ja auch gerade spannend ist, wie ich finde. Hugo Reis, schönen guten Morgen. Chinesischer Vizepräsident Liu He sagt, es wäre nicht weise, sich direkt in die Phase 2 Verhandlungen zu stürzen. Peking hat wenig Interesse, das zu tun. Niemand würde von irgendetwas profitieren, wenn man jetzt gleich sich auf die Phase 2 stürzt, bevor die Phase 1 nicht abgeschlossen ist. Was meint er damit? Vizepräsident Pence sagte, Phase 2 hat schon begonnen. Trump sagte gestern, Phase 2 werde beginnen, Verhandlungen, sobald die Phase 1, die Umsetzung der Phase 1 begonnen hat. Ja, und da sind wir jetzt. Und jetzt heißt es anders, aber das Theater ist das gleiche. Hat jeder seine Meinung und der Unterschied ist einfach, dass das Klima ein bisschen freundlicher geworden ist und dass man eben sicherlich in Verhandlungen unterschiedliche Meinungen von allem hat und sehr die vielfältigsten Punkte gibt in so einem Handelsvertrag. Das werden auch noch die Briten merken, wenn sie mal aus der EU ausgeschieden sind, dass so ein Handelsvertrag nicht von jetzt auf gleich gemacht werden kann, sondern da viele Interessen eine Rolle spielen. Und sowas lange, lange Zeit dauert, bis man da auf den grünen Zweig kommt. Wobei ich da kein Experte bin für das Verhandeln von Handelsverträgen. Aber was ich damit sagen möchte ist, und das weiß ja Boris Johnson auch, dass sowas lange dauert. Und das weiß auch die US-Regierung, das weiß auch die chinesische Wirtschaft oder Regierung. Ist ja nicht so, als würde ich da mehr wissen oder so. Aber es wird oft eben so ein bisschen die Hoffnung verbreitet, gerade wenn Kurse sehr stark steigen,
kommt mir manchmal so der Eindruck, dass in der Berichterstattung irgendwie so suggeriert wird, ja, jetzt ist ja der große Einigung da und jetzt ist alles gut. Von dem Gedanken müssen wir uns verabschieden. Ne? Weil ja oft, wenn Marktberichte geschrieben werden und Kurse steigen und da gab es dann gerade irgendeinen Abschluss oder irgendein positives Statement, das dazu passt, um die Kurse zu erklären, weil sie gerade steigen, da entsteht dann dieser Eindruck, der halt irgendwie fernab jeglicher Realität ist. Und das ist das, was ich meine. Ja? Logischerweise sind alle, die dort sitzen und jetzt verhandeln, schon seit 2 Jahren, die wissen, ich meine, wenn ich zu den Leuten hingehe und sage, hey, ihr braucht viel länger, als ihr dachtet, oder das dauert lange, ich meine, das wäre ja erstens vermessen, zweitens ziemlich lächerlich, aber an der Börse entsteht manchmal der Eindruck, ja, oder wird so suggeriert, scheint es mir zumindest. Und die eigentlichen Treiber ist ja, dass man sich jetzt nicht mehr aus der Ferne beschießt per Twitter oder über irgendwelche staatlichen Zeitungen, sondern dass man halt den Gesprächsfaden aufgenommen hat. Das verbessert die Stimmung und ermöglicht hoffentlich, so werden wir es im Jahr 2020 ja noch sehen, einen Aufschwung, eine Verbesserung der Situation. Ines Baumbach, schon guten Morgen. Mike Hempel schreibt, die Amis möchten gerne die WS hochreden. Was ist mit WS gemeint? Thomas Reinhardt schreibt, jetzt wird erstmal das Impeachment-Verfahren den Donald beschäftigen, 1 bis 2 Monate. Und dann beginnt die heiße Phase des US-Wahlkampfs. Der Handelsstreit wird in den Hintergrund treten. Ist gut möglich, dass man jetzt mit der Unterzeichnung von Phase 1 das Ganze jetzt erst einmal weggekehrt hat, um genau diese Reihenfolge ist nicht falsch gedacht, Thomas. So, jetzt aufpassen. Wir haben zwar ein aktiviertes 1, 2, 3 mit dieser Kerze. Ja, seht ihr ja hier im Minutenchart. Den habe ich jetzt hier unten mal hin verfrachtet, weil ich hier das kleinere Auflösung habe. Schwarze Kerze aktiviert, dann kam nichts mehr nach, was bärisch ist. Schwarze Kerze aktiviert, gleich ein Rebreak. Und jetzt möglicherweise eine Hammerkerze, eine Unterstützung bestätigende Kerze. Germany 30 hat, aufpassen, ein 1, 2, 3 tief gebastelt. Und jetzt ist die Frage, hält er das bei der 4,35? Bisher, wie gestern auch, keine Signale für eine Trendbewegung abwärts oder Trendbewegung aufwärts. Also der Trendfilter Opening Range, Öffnungshandelsspanne, setzt bisher kein Signal. Wir haben so eine halbherzig aktiviertes 1, 2, 3 tief. Bisher wird es gehalten. Rutsch unter die Marke hier wird es zerstören. SPX kann, ne, sie versuchen es zu halten. Tieferes Tief. Damit erst das Fehlsignal. Damit jetzt auch das Signal für eine Trendbewegung abwärts. Außer es wird gleich wieder revidiert. Aber wir haben die erste Kerze. Na, es ist diese Kerze. Kein Signal für eine Trendbewegung abwärts. Korrektur von meiner Seite, Entschuldigung. Die erste Kerze, die unter dem vorbörslichen Tief schloss, ist ja diese Kerze. Deren Tief wurde gerade nicht unterschritten. SPX hält hier immer noch. Sie schließen jetzt wieder drunter und scheinen jetzt wieder drüber zu gehen. Also so richtige Aktivierung von diesem 1, 2, 3 gibt es nicht.
muss auch sagen, der Impuls 1 ist eine einzige Kerze, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Zwingt mich dazu, hier in einen 10-Sekunden-Chart umzuschalten, wo ich eigentlich gar nicht sein möchte. Aber um jetzt hier irgendwas sehen zu können, muss ich es tun. Ich bin hier gezwungen, also was zu machen, was ich eigentlich nicht will. Mr. Flucci, hallo, grüß dich. Denkst du, dass das britische Pfund stark sinken wird? Also im Big Picture, euro-britisches Pfund, ist die Situation jene, dass wir hier ein großes Trendwendemuster haben. 1, 2, 3. Das dafür spricht, dass wir eigentlich möglicherweise untere FIBO-Levels erreichen könnten. Vor allem, wenn wir hier die 0,8639 nicht wieder überschreiten. Ich befinde mich hier im Monatskerzenchart. Eine Kerze, ein Monat. Im Tageschart würde es bedeuten, wenn wir über 0,8592 gehen würden, könnten wir hier obere FIBO-Levels erreichen. Ja, Geschichte ist aber die, dass halt bei der Aktivierung von diesem 1, 2, 3 Tief schon dieser Punkt 1 im Weg wäre. Ja. Bedeutet jetzt, übersetzt auf Deutsch, wir haben ein Trendwendemuster, das für niedrigere Kurse im Euro zum britischen Pfund spricht. Und wenn der Euro-britisches Pfund fallen sollte, wie es dieses Topmuster, das aktiviert ist, indiziert, dann würde das britische Pfund fester werden über die nächsten Monate. Würden wir über besagte Marke hier drüber gehen und das als Unterstützung bestätigen, könnten wir auch einen Anstieg in Richtung von dem Punkt 2 im Euro vom britischen Pfund sehen. Dann würden wir also eine Abschwächung des Pfunds sehen. Für den Moment aber Widerstand hier, aktiviertes Top, spricht eher hier, solange wir hier drunter bleiben, für ein festeres Pfund, für einen schwächeren Euro. TripAdvisor und Analyse von Petra. Hier sehe ich keinen Impuls. Dieses Tief ist tiefer als hier. Also eigentlich nur so eine bärische Seitwärtsbewegung. Da müsste man auf einen Impuls warten, bevor man hier irgendwas Interessantes sehen könnte in Richtung Trendveränderung. Für den Moment ist ein intakter Abwärtstrend, zuletzt tieferes Tief und das ist eine Korrektur. Das fehlt also ein bisschen. Warta, wir haben die Warta mittlerweile. Sie war, glaube ich, an dem Tag nicht verfügbar, warum auch immer. Ja, bei Warta, man muss sich einfach einen Monatskerzenchart anschauen, seit Januar 2019 nur steigende Kurse, da ist es normal, dass es auch mal kracht. Januar 2019 bis Dezember 2019, ja, also gestartet das Ganze bei 24, geendet hat es bei 127. Richtig nice, ja, aber da kracht es halt auch mal und das ist dann auch gut und ist auch normal. Natürlich ist es nicht gut für jeden, der investiert ist und jetzt Verluste hat, das ist ganz klar. Aber das muss man sich bei Aktien, die halt immer weiter steigen, auch das ist halt, man kann es nicht verhindern. Es ist halt Börse, ja. Und jetzt ist das Mikro hier abgestürzt, Entschuldigung. Moment, einfach dran stecken. So. Wir haben hier ein 1, 2, 3. Ja, das hat niemand sehen können, dass das aktiviert wird, weil es wurde mit der Aktivierung waren wir schon in der 100% Extension. Wir sind jetzt hier unten an der 1,618 der Extensionsmarke 77,89. Ja, die haben wir gehalten, haben wir keinen Schlusskurs drunter bekommen. Nach oben ist jetzt hier, sind jetzt hier die beiden FIBO-Marken Widerstände. Für den Moment ist hier keine Bodenbildung, da bräuchte man jetzt einen Impuls, ja, sowas hier. Und auch erst über 108,80 wird es wieder
die charttechnischen Ampel, die derzeit aufgrund des aktiven 1, 2, 3 Tops auf Rot stehen, wieder auf Gelb gehen, erst über 127,90. Logischerweise auf Grün. Ja, der bullischste Fall wäre jetzt, wir machen hier jetzt so ein 1, 2, 3, gehen über die 108 und bestätigen die 108 als neue Unterstützung, dann hätte man einen bullischen Druckaufbau nach oben möglich. Aber zurzeit sehr viel Volatilität und hier werden jetzt einfach ein paar, werden Anleger gewechselt. Langfristige steigen vielleicht ein, die sich sagen, ich bin hier unten eingestiegen, mir gefällt das Unternehmen immer noch, es gibt eine fundamentale Neubewertung und so weiter und so fort. Teamviewer von Ralf Mandl, die Frage, gehe ich gleich drauf ein. SPX wie vorher auch, keine so richtige Aktivierung vom 1-2-3 Top. Der Germany 30, kein Signal für einen Trendtag aufwärts, kein Signal für einen Trendtag abwärts, also Seitwärtsbewegung bisher. Ist also ausbaufähig in beide Richtungen immer noch. Teamviewer haben wir eine 1, 2, 3 tief gebastelt. 33, 24 FIBO-Level darüber, nächstes FIBO-Level 38, 55. Sollte man darüber schließen, könnte das erreicht werden. Ansonsten derzeit ohne neues Hoch droht hier bei einem Schlusskurs unter diesem Tief bei 28, 91, tief am 6. Januar 1, 2, 3 Top. Aufpassen, es wäre jetzt also gut, wenn sie ein höheres Hoch macht. Aber hier schöne Bodenbildung, ja, 1, 2, 3, bei dem X quasi den Boden bestätigt und Aktie ist mitten in der Bewegung. Lukas fragt nach Aixtron. Jetzt, wo der DAX hier eine Seitwärtsbewegung macht, nutze ich die Zeit, auf Analysen hier einzugehen. Das tiefste Tief der Bewegung ist die Woche vom 13. Juli und der Impuls reichte dann bis zum 27. Juli bis zur 10,53. Über diese 10,53 müssten wir drüber, um einen Boden zu aktivieren. Das hatte hier erstmal noch nicht geklappt. Jetzt könnte der nächste Versuch anstehen. Hier bitte darauf achten, kommen wir diesmal drüber. 12,49 wäre dann und die drüber liegenden FIBO-Levels, mögliche Ziele nach oben. Also Aixtron über 12,53. Interessant, was wir hier machen kann, ist einen Preisalarm einzustellen. 10,55 zum Beispiel. Dann bekomme ich hier, wenn 10,55 gehandelt wird, einen Hinweis und weiß dann Bescheid. So, SPX. Hier die Shorties werfen ihre Position in den Müll, weil einfach nichts nachgekommen ist auf der Short-Seite. Und Germany 30 jetzt. Ich nehme an, wir können damit arbeiten. Haben hier ein 1, 2, 3. Tief gebastelt, das wir gerade aktivieren. Und sind jetzt hier von dem 1, 2, 3 Top, 4, 6, 1 an der wichtigen Marke. Was jetzt bullisch wäre, wäre quasi hier ein Anstieg über 4, 6, 1 und dann 4, 6, 1 als Unterstützung und dann höheres Hoch. Und was hier immer noch aussteht, was den Trendfilter angeht, ist ein Schlusskurs über der 1,7996. Also über dem Hoch der 9 Uhr Kerze, um einen Schlusskurs, 1 Minuten Schlusskurs darüber, als Signal für eine Trendbewegung aufwärts.
Genau das. Also Top ist rausgeräumt. SPX jetzt an der 581. Hier schalte ich jetzt wieder um auf den 1-Minuten-Chart. Hier unten 5 Minuten. Dann haben wir das auch hinter uns, hier dieses kurzfristige Bild uns antun zu müssen. Kein Signal für eine Trendbewegung aufwärts, hat es wieder nicht geschafft. SPX läuft und läuft. So, 3308,51 aus dem Stundenchart vom 10. Januar, meine ich. 1, 2, 3 tief. Fibo-Level-Extension. Ja, und der Chapman 30 wird nach oben gezogen von einem starken SPX. Oskay wünscht sich Martell eine Analyse dafür. Martell im Wochenchart aktiv ist 1, 2, 3. Nein, nicht mehr. Wenn wir ein tieferes Tief gemacht haben, wurde der Boden zerstört. Wir haben gleich wieder einen neuen Boden gebastelt. Ja, und der ist auch aktiviert. Also eine 1, 2. Dann haben sie Probleme gehabt beim Aktivieren. Das wurde aber dann an der 20-Wochen-Linie aufgefangen. Also aktive Bodenbildung, Aktie auf dem Weg. Ist nicht wirklich sehr stark. Und die erste Bodenbildung wurde auch zerstört. Also ein bisschen hier so ein Restzweifel, dass wir hier einfach eine Seitwärtsbewegung haben, ist da. Kann aber sein, dass entsprechende Nachrichtenlage getestet wird oder genutzt wird, um hier die 200-Wochen-Linie zu testen, die wir zuletzt hier 2016, 2017 getestet und berührt haben. Bluebird, Warte habe ich mir gerade angeschaut, da bitte zurückspulen nochmal dann. Appian Corporation aus den USA. Frage von Stefan J. Also man sieht, wir haben sehr viele Aktien-CFDs aus den USA. 9.061 Aktien-CFDs, davon 3.975 aus den USA. US-Aktien-CFDs könnt ihr mit einer fixen Kommission von 10 US-Dollar bei uns handeln, egal welche Stückzahl. Horizontale Widerstand hier bei der 40 Dollar ist überschritten bei Appian. Ja, das ist ein bisschen so ein unterbrochener Impuls hier. Monatskerzenchart scheint aber beachtet zu werden. Bedeutet jetzt müssen wir hier über das FIBO-Level drüber.
um uns Platz nach oben zu schaffen. Ansonsten wäre das ein Widerstand, könnten wir einen Rücksetzer sehen. Also wir haben ein aktives 1, 2, 3 Trendwendemuster. Also hier ist die richtige 3, haben das doppelt getestet. Ja. Ja, wenn man sowas sieht hier, dieses Setup im Monatskerzenchart. Ich mache mir hier im Sommer Gedanken, ich möchte investieren. Dann sehe ich, okay, ist ein Boden entstanden, es wird einmal getestet, zweimal getestet. Ja. Und dann sieht man das, dieser Monat ist so abgeschlossen worden. Und man sieht diese Positionsaufbauten, die man dann hat. Ja. Da hatten sie ein bisschen Probleme mit dem 100%, das ist ausgebrochen und zack, gibt es so eine Entladung nach oben. Dann haben sie jetzt die 61,8er nochmal getestet. Ja. Ähnlich wie hier mit so einer Doji-Kerze und jetzt gibt es wieder eine Entladung. Also mal gucken, 53,06 gebrochen könnte 66,66 bringen. Dort liegt die 423,6er Extension. Chartstelle ich ins Chartforum für jeden, der einen abrufen möchte, hat jetzt Zugriff, wenn er ein Demo oder Live-Konto hat. Aurora Cannabis von Mr. Flutschi. Aurora Cannabis auf Cut-Basis habe ich den jetzt, will ich nicht. Ich will die US-Dollar-Analysen Aurora. In der Produktübersicht kann ich immer mir Infos holen, in welchem Bereich sind die tätig, US-Dollar. Shorten ist nicht möglich, das ist bei manchen Aktien, CFDs der Fall, wo quasi, wenn man sich in den USA, wenn man in den USA eine Aktie leer verkauft, oder leer verkaufen möchte, muss ich mir die leihen. Dafür muss ich dann beim eigenen Broker, der muss dann seine Kunden fragen, hey, könnt ihr uns diese Aktie, die du im Depot hast, leihst du die aus? Dafür bekommst du dann eine gewisse Gutschrift. Und umso knapper das ist, desto teurer wird diese Leihe von Aktien-CFDs. Manchmal liegt die bei 300-400% pro Jahr. Was ich bei so einem Aktien-CFD oder von einer Aktie, die von Mai 2019 noch bei 8,60 stand, gefallen ist auf 1,50, hätte sich das auf jeden Fall gelohnt. Aber manchmal ist sie auch überhaupt gar nicht aufzutreiben. Und so können wir es ja auch nicht zum Leerverkaufen anbieten, da wir das Gegengeschäft nicht machen können. Wir können uns ja nicht absichern. Technisch betrachtet jedenfalls laufende Abwärtsbewegung, aktives Top im Wochenkerzenchart, derzeit kein richtiger Impuls im Wochenkerzenchart zu erkennen, im Tageschart schon eher. Also ist das hier eine beginnende 1, wie auch das hier eine beginnende 1 war, dann kam aber nichts mehr nach. Also aufpassen, was wir bräuchten, ist so ein Impuls, eine 1, 2, 3. Ja. Bisher ist das noch zu wenig. Anders sieht es aus bei Canopy Growth. Da haben wir ein 1, 2, 3, ein aktives. Ja, könnten hier die 200-Tage-Linie testen. Canopy Growth, den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum. Ja, wenn ihr Wunschanalysen habt, dann nutzt gerne den Trader-Chat, meldet euch dafür ein, an. Auf YouTube gibt es den Trader-Chat, da könnt ihr auch außerhalb der Zeiten von der Sendung hier euch austauschen über den Markt. Wenn euch das Format gefällt, dann gebt uns einen Daumen hoch. Gebt mir einen Daumen hoch und CMC Markets einen Daumen hoch auf dem Kanal. Oder sagt das Ganze weiter, dass es diesen Stream gibt. Ich bin mir über jede Empfehlung von euch dankbar und lade euch auch ein, morgen einzuschalten. Ich bin jetzt, will mich nicht verabschieden, aber nur grundsätzlich für alle, die neu einschalten, dieses Format gibt es. Ja, gibt es jeden Handelstag von 9 bis 10 Uhr, bin ich eine Stunde hier im Livestream und
wendet das in der Praxis an, was ihr in der Theorie auch lernen könnt. Und die theoretischen Abhandlungen sozusagen gibt es bei uns auf der Webseite. Den Link stelle ich jetzt gerade in die Beschreibung rein. Wenn ihr da draufklickt, bekommt ihr, was bekommt ihr da? Ihr bekommt da 2 Videos und Erklärtext und Beispielcharts, wie man das hier in der Theorie, das, was ich hier in der Praxis anwende, wie die Theorie dahinter ist. Also für diese 1-2-3-Muster primär. Was ist ein 1-2-3-Muster? Was sagt mir das? Was bringt mir das? Wie wende ich es an? Welche Regeln gibt es? Und so weiter. Peter Nägel, schönen guten Morgen an dich in Kipasa. Hallo, grüß dich. Was sage ich zu Pfund, zum US-Dollar? Im Wochenchart aktive Bodenbildung. Den Chart stelle ich auch ins Chartforum. Habt ihr da drauf Zugriff? Das Fibo-Level scheint in der Woche gehalten zu werden. Nach oben hatten wir Probleme, über das nächsthöhere zu gehen. Sollten wir darüber ansteigen können, wäre 1,3592 möglich. Also Pfund steht gegenüber dem Euro und auch gegenüber dem US-Dollar recht stabil da. Tesla gestern, Bestätigung Hammerkerze. Nicht Hammerkerze, sondern Hanging Man Kerze. Ist bestätigt worden. Eine sogenannte Hanging Man Kerze ist ein Trendumkehrsignal, das besonders dann, wenn der Markt unterdessen tief schließt, das jetzt hier bei Tesla bei 5,2523 liegt, dann bestätigt werden würde. Und so ist es jetzt. Hier also möglicher Rutsch, sollten wir unter 5,2523 bleiben, möglicher Rutsch steht bevor in Richtung 4,9889. Das ist aus dem Bodenbildung vom Sommer. Die 261,8er Extension. Apple, prozyklisches 1-2-3-Trend-Fortsetzungsmuster 261,8er Extension bei 309,36 wurde getestet. Sollte die weiter gekauft und nicht unterschritten werden, wäre $333 nach oben möglich. So, im 1-Minuten-Chart jetzt ein neuralgischer Punkt im SPX für Trendfortsetzung oder Trendumkehr bei 3000 beim Tief von der 9:37 Kerze, 3.303,29. Germany 30 könnte noch einmal auf den Punkt 1 von dem 1-2-3-Tief bei der 4,5602 zurücksetzen. Was normal wäre, nachdem er bis zu 1,61 extensiert hat nach oben. Jürgen fragt nach der Chartsituation von MTU. Und dem DAX-Wert. MTU hatten wir ein aktives 1-2-3-Top, das wir bis zu 100% ausgedehnt haben. Jetzt sind wir da drüber gegangen und haben jetzt eine laufende Aufwärtsbewegung bei MTU. Ich weiß nicht, ob das ein Allzeithoch ist, aber ich gehe davon aus.
Wir hatten hier nach der Abwärtsbewegung ein 1, 2, 3 Tief, das gebildet wurde, haben den Punkt 1 hier mehrere Tage getestet, sind gestern über die 1,618, über das Fibo-Level drüber, das heißt 2,8966 möglicherweise nach oben eine Zielzone. Ja, also Aktie mit einer Bodenbildung und mitten in der Bewegung. Den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum. Jürgen Riegler, da kannst du mit deinem Konto direkt dann zugreifen auf das Chartforum und dann auch auf den Chart. Bisher hier im SPX kein Schlusskurs unter 3.303,29. Damit für den Moment möglich, dass wir einen bullischen Druckaufbau bekommen könnten. Jürgen Riegler, danke für das Feedback. Andreas fragt nach Eurobund, wie es da aussieht. Ich schalte da kurz dazu um. Pass bitte auf die 3.303,29, ob wir da drunter schließen. Wenn ja, würde dann 1, 2, 3 Top aktiviert werden. Wenn nein, es gekauft wird, dann bullischer Druckaufbau möglich. Ja, bei Euro beim Eurobund haben wir im Wochenkerzencharten 1, 2, 3 Trendwendemuster, können aber hier unten nun bei der 100% Extensionsmarke, die bei 169,64 liegt, keinen Wochenschlusskurs mehr drunter generieren. Bedeutet für den Moment, gibt es hier die Möglichkeit, dass wir da nochmal nach oben laufen in Richtung der 20-Wochen-Linie, die liegt bei 171,60. Breakout darüber könnte uns bringen in Richtung 174,61. Und da liegt dann der Punkt 1, in dem quasi die Wasserscheide ist zwischen Bullen und Bären. Für den Moment habe ich hier ein aktives Top. Für den Moment hier im Wochenchart spricht der Wochenchart eben für zumindest nicht unmittelbar neue Zinstiefs in Deutschland, sondern eher für das Potenzial, dass wir höhere Zinsen sehen. Rita fragt nach dem US-30, nach dem Dow Jones. Situation da, wir sind jetzt über 29.000 und haben auch den Ausbruch über 29.000. Im Wochenchart bzw. Monatschart haben wir im
im US-30 ein Broadening Wedge. Das heißt also ein umgekehrtes Dreieck. Und wir sind über dieses Hoch 1 gegangen in den letzten Monaten. Bedeutet, ich kann die Höhe von diesem Tief 2, von dem Punkt zu dem nach oben projizieren, um übergeordnet für das Big Picture Ziele zu erhalten, 30.326, 32.412 im Big Picture, im Tageschart, vielleicht eine Orientierung dieses prozyklische Trendfortsetzungs 1, 2, 3, das wir hier versucht haben zu testen, sind wir nicht ganz runtergekommen. Jetzt hängen wir hier von der wichtigen Widerstandsmarke, die 1,618, bei 29.188 fest, beziehungsweise die ist direkt voraus. Mal gucken, wenn wir sie brechen, wäre Platz bis 29.900. Ansonsten kann da auch erstmal so ein Test nochmal kommen, von oben nochmal auf die 29.000, dass wir die also testen, möglicherweise 28,7, 48 ist nächst tiefere FIBO-Level. Also jetzt Entscheidung steht an, Schlacht um die 29.188. Den Chart stelle ich auch ins Chartforum. Rita, da kannst du auch zugreifen drauf über dein Trading-Konto bei CMC Markets. Dort dann über Nachrichten, Marktanalysen und dann Chartforum. Und da sind dann alle Analysen da. Zum Fund, zu Canopy Growth, Appian, zum Germany 30, zum SPX, zum Bitcoin und so weiter. Alles, was ich hier an Analysen mache, versuche ich da reinzustellen zumindest. Manchmal vergesse ich es auch. Aufpassen, SPX kauft den neuralgischen Punkt. Möglicher bullischer Druckaufbau. Die Global Times berichtet, das ist ja eine chinesische Zeitung unter Berufung auf Regierungsberater und Experten, dass es Chinas Regierung erstmal ein bisschen Zeit braucht, um das, was da jetzt in Phase 1 beschlossen wurde, zu analysieren und hier zu bewerten. Und die US-Politiker, die würden sich hier ein bisschen selbst überholen. Bei der Behauptung, dass jetzt die Phase 2 Gespräche schon bald beginnen. Also China scheint da ein bisschen jetzt die Geschwindigkeit rausnehmen zu wollen. Ja, die USA wollen jetzt Momentum nutzen, ja. Die US-Regierung will das hat mir gestern auch bei Kudlow, bei dem Direktor des National Economic Council vom Nationalen Wirtschaftsrat in den USA, der Direktor ist ja der Herr Kudlow, und er meinte ja, das löste gestern auch diesen 150-Punkte-Sprung im Dow Jones aus, hey, das ist wachstumsfreundlich, was wir hier gemacht haben, das könnte 0,5 Prozentpunkte an Wachstum pro Jahr für die US-Wirtschaft bringen. Und ja, das ist halt genau der Effekt, den Trump natürlich auch sehen möchte. Hey, guck mal, ich habe da was gemacht, was Wachstum bringt. Und
Das ist eines der Lieblingslieder, die er dann auch singen wird bei jeder Wahlkampf auf jedem Wahlkampfauftritt, den er haben wird. Kein Präsident zuvor hat das geschafft. Ich habe es geschafft. Das ist eine positive Botschaft. Philipp schreibt 0,5 plus deswegen, weil Boeing minus 0,5 Wachstum bringt, ja. Ja. Gut, ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr das wertschätzt, das Format. Wenn ihr es mögt, teilt die Botschaft, dass es dieses Format gibt, diesen Livestream gibt. Schreibt es in Foren, in Social Media, sagt es Freunden und Bekannten, der Tante, der Oma, der Mutter, der Großmutter. Alle sollen zuschauen. In dem Sinne, danke fürs Einschalten und bis morgen. Servus.